Ja, hallihallo YouTube und herzlich willkommen bei Knockover Gaming. Hier ist wieder mal euer Homie für euch und heute, mache ich mal, ich sag mal, eine kleine Ansage, weil ich habe jetzt hier schon bestimmt zum 10. Mal probiert, diese eine Mission zu spielen, bei der wir ja weitergemacht hätten nach der letzten Aufnahme, sage ich mal. Gut. Dazu kam es jetzt aber erstmal nicht, aus folgendem Grund, ich habe es auch schon im Code 4 Let's Play gesagt, ich hatte ein paar Monate keine Lust zu zocken, ganz einfach. Und dann ist diese Mission hier irgendwie verbuggt. Man redet vorher noch mit einer Frau, ne? Die zeigt einem hier dieses Militärlager und dann soll man da eindringen, indem man einer Wachhundpatrouille folgt. Dann soll man hier reingehen, ja, aber hier kommt keine Wachhundpatrouille. Es kommt keine. Ich habe hier jetzt 10 Minuten gewartet im Spiel, ob hier irgendwann mal eine vorbeikommt. Es geht nicht. Und das Geilste ist, wenn man dann hier rausgeht, kann ich nichts mehr betätigen. Also kein R für Waffenrad, E, Q, Rennen kann ich nicht mehr. Nichts mehr, außer nur rumlaufen. Und da sage ich mir jetzt einfach, jetzt habe ich selber keine Lust mehr. Also solange Ubisoft zu diesem Problem keine Lösung findet, sage ich mal. Weil ich werde mich jetzt mal noch ein bisschen hinsetzen, eventuell ja, ein paar Foren durchstöbern und so weiter und so fort. Und mal schauen, was dabei rauskommt, aber ich sage euch jetzt erstmal, ich unterbreche jetzt erstmal dieses Let's Play hier vom DLC von Assassin's Creed 3. Finde ich wirklich sehr schade, aber wenn die Mission hier einfach nicht so will, wie ich will, dann kann ich leider nichts ändern. Und ich sehe auch keinen Sinn, da jetzt einfach mit dem zweiten Teil von der Tyrannei von König Washington weiterzumachen. Weil, ja, was bringt euch der, wenn ihr den ersten Teil noch nicht zu Ende gesehen habt? Gut. Sobald ich aber eine Lösung für das Problem finde, oder Ubisoft findet, geht es natürlich weiter mit dem Let's Play. Gut, das war's eigentlich, was ich euch sagen wollte, und damit macht's gut, euer Homie.